Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute kommt wieder ein leckeres und praktisches Rezept mit Zwetschgen und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen 150 ml lauwarme Milch. Die Milch habe ich schon mal lauwarm gekocht. Ein Ei, 3 Esslöffel Joghurt, 6 Esslöffel Zucker, eine Prise Salz, ein Päckchen frische Hefe, 100 Gramm weiche Butter, ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und so ungefähr 600 Gramm Mehl. Es kann mehr oder weniger werden, das sage ich euch dann aber im Anschluss. Ich gebe erstmal die Milch und Hefe in meine Rührschüssel hinein und vermische das einmal. Gebe die Butter noch mit hinein, das Joghurt, Zucker. Jetzt könnt ihr auch das Ei und Vanillezucker hineingeben und werde nach und nach das Mehl hineingeben. Mehl habe ich mit Backpulver vermischt. Also wenn es zu fest sein sollte, könnt ihr immer noch ein bisschen Milch oder Joghurt hineingeben. Aber wenn es zu flüssig wird, gebt ihr natürlich ein bisschen Mehl hinein. Bei mir sind es dann auch wirklich genau 600 Gramm Mehl. Das reicht dann auch völlig aus. Jetzt werde ich den Teig abgedeckt an einem warmen Ort so ungefähr 45 Minuten gehen lassen. Ich werde die Teigchen jetzt rund ausrollen. In der Zwischenzeit habe ich meine Zwetschgen entsteint und in Scheiben geschnitten. Jetzt werde ich die Zwetschgen auf den Teig verteilen. Und werde Zimt und Zucker darüber bestreuen. Und schlage den Rand nach innen ein, sodass das dann auch wie eine Tasche aussieht, innen mit Zwetschgen. Die Kanten könnt ihr dann einfach so kräuseln und miteinander kleben, damit das auch hält. Ich bestreiche das Gebäck mit Milch und werde das dann bei 170 Grad ungefähr 30 Minuten backen. Mein Gebäck ist raus aus dem Ofen und ich werde jetzt auf das Gebäck Puderzucker bestreuen. Hoffentlich hat euch auch dieses Rezept gefallen. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Ihr könnt dieses Rezept natürlich auch umwandeln, indem ihr statt Zwetschgen Äpfel oder Birnen oder Quitten nehmt. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten Video.